News auf Tele Basel. Heute mit einem Besuch bei einem Larvenmacher und seinen letzten Kunden. Ein Beitrag über vertrauliche Geburten, wo niemand die Identität von Mutter und Kind erfährt. Und mit viel Sport mit dem King Roger, mit Fechten, Olympia und dem FCB. Guten Abend. Gleich ist es soweit. Bis zum Morgenstreich fehlen nur noch 1,5 Tage. Bei den Larvenmachern geht es aber in den letzten Stunden immer noch geschäftig zu und her. Fasnachtler suchen die letzten Utensilien. Es wird schnell noch etwas angepasst, wie zum Beispiel beim Larvenmacher Dildi zu Münchenstein. Ein Perücke und ein Hut müssen noch für die Kinderfasnacht gefunden werden. Das Mädchen wird zum Glück im letzten Moment noch fündig. Knapp 40 Stunden vor dem Morgenstreich trifft man beim Larvenmacher Dildi sowohl Binkis wie auch grosse Fasnächtler. Wenn sie bei uns kommen, haben sie meistens Accessoire nötig. Das wären Handschuhe, Kragen, Blusen, Zocken. Aber man kann auch immer noch die Larven von der Ausstellung, die man noch vorbereiten könnte. Man kann einfach nicht mehr malen, man kann einfach nicht mehr Perücken herstellen. Man muss machen, was man hier hat. Im Grunde genommen. Aber es ist noch viel möglich. Was hier alles an fertigen Larven noch rumsteht, wird also zum Teil bis auch kurz vor der Fasnacht noch gekauft. Kaschiert wird das alles aber nicht hier, sondern zu L'Achantefonds. Zu Münchenstein gibt es aber die letzten Anpassungen. So wird die Larve an Helm montiert und geschaut, ob sie auch bequem sitzt und ob der Fasnachtler problemlos schnaufen und rausschauen kann. Gewisse Einzelmasken machen das noch bis kurz vor der Fasnacht. Grosse Klicken planen aber schon weit voraus mit ihren Bestellungen. Von September füllen wir an, bis jetzt. Und es ist einfach eine Challenge, das alles gut zu organisieren, dass es klappt. Für alle. Schließlich geht es nicht um wenig Larven, sondern um bis zu 2000 pro Jahr, die beim Dildi kreiert werden. Welche Figuren liegen aber vor all denen dieses Jahr besonders im Trend? Popular ist immer der Wackis. Man kann viel ausdrucken mit dem. Sonst eine Personalität, die rauskommt, ist der Wessels. Und man kann nicht viel mehr sagen. Das ist noch ein Rätsel. Man darf nicht sagen, im Grunde noch. Ja, bei den Larvenmachern ist also einiges los heute. Kein Wunder, Samstag vor der Fasnacht, das Fieber steigt natürlich. Die Post ist schon gewaltig abgegangen in Birsfelden und in Dornach. Dort haben am Nachmittag die Fasnachtsumzüge stattgefunden. Keine Sonne, es nieselt immer wieder ein bisschen, aber was soll's, es ist Fasnacht. Das haben sich heute die zahlreichen Aktiven gesagt, die am Umzug in Plätzbums, also in Birsfelden, mitgemacht haben. Sehr zur Freude der Zuschauer, die trotz dem Wetter zahlreich am Strassenrand gestanden sind. Unterwegs waren vor allem Guckenmusiker, natürlich auch solche, die den Anlass quasi als Hauptprobe für Basel benutzt haben. In Dornach hat die Fasnacht schon am 8. Februar angefangen. Einer der Höhepunkte war aber auch hier der Umzug durchs Dorf von heute am Nachmittag. Und wie in Birsfelden haben die Wegen und Guckenmusiker auch hier das fasnachtliche Bild geprägt. Bei uns auf Tele Basel geht es dann ab morgen so richtig los mit den Fasnachtsübertragungen. Auch in diesem Jahr senden wir viele Stunden live. Die Cortège von der Kinderfasnacht, die Schnitzelbank aus dem Kohlmanns und natürlich auch das Guggenkonzert auf dem Marktplatz. Los geht's aber schon morgensmittag in Liestel. Fasnacht nonstop heisst es ab morgensmittag auf Tele Basel. Die Übertragung vom Umzug in Liestel bildet quasi den Auftakt zum Fasnachtsangebot, wo gespickt ist mit vielen Höhepunkten. Mit Tele Basel können Sie dabei sein, wenn am Sonntag zu Abend die brennenden Wege durch Städtli gezogen werden. Wenn es nach dem Kienbesen noch nicht warm ums Herz geworden ist, dann sicher beim Lichterlöschen zum Morgenstreich. Aufpassen! Achtung! Morgenstreich! Vorwärts! Marsch! Und nach ein paar Stunden Schlaf sind wir für sie schon wieder auf der Gasse und übertragen live der Cortège. Zu oben kommen die Freunde von den Drechseln der Vers auf ihre Kosten. Sie sind dabei, wenn im Restaurant Kohlmanns die Bank ihren Auftritt haben. Der Dienstag gehört den Kindern und den Guggen. Wir zeigen beides live.
Und wenn es am Mittwoch der aktive Fasnächtler schon langsam ein bisschen wehmütig ums Herz wird, weil es nur noch ein paar Stunden geht, verwöhnt Tele Basel seine Zuschauer nochmal mit vielen Stunden Cortège und einem garantiert tollen Oben voll mit Schnitzelbänken. «Das ist kein Drogengeld!» schreit der. «Nicht die Repa! Je m'appelle Wessels und bring's Geld fürs Tramli-Trois!» Ja, und ganz viele Infos und aktuelle Videos gibt es wie immer auch auf telebasel.ch. Und wenn Sie Bilder von der Fasnacht haben, können Sie die uns mailen. Ab Montag stellen wir die dann laufend online. Die Mailadresse ist onlineredaktion@telebasel.ch. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Gesunde Kinder und eine sichere Umgebung für Mieter. Das steht im Mittelpunkt der sogenannten vertraulichen Geburt. Bei der bleibt die Identität der Mutter und des Kindes verborgen. Damit wollen das Bethesda-Spital in Basel und das Kantonsspital Basel-Land zu Liestal verhindern, dass von Not betroffene Frauen im Verdeckten gebären. Es ist ein schwerer Gang für schwangere Frauen in Not, aber ein wichtiger und in manchen Fällen sogar lebensrettender. Werdende Mieter, die aus verschiedenen Gründen das Kind nicht können oder wollen behalten, haben neu in beiden Basel die Möglichkeit, vertraulich zu gebären. Das ist eine Ergänzung zur Babyklappe, wo Mieter heute ihr Neugeborenes abgeben können. Vertrauliche Geburt heisst eigentlich, dass die Einwohnergemeinden, die öffentlichen Stationen, ausser das Zivilstandesamt, keine Angaben von der Mutter kriegen. Es geht darum, Frauen in Not wirklich zu schützen, ihnen eine Atmosphäre und eine medizinische Sicherheit zu bieten, wo sie gebären können, ohne dass sie ihre Identität wirklich preisgeben müssen. Die Gründe, warum die betroffenen Frauen das Kind nicht behalten können, sind unterschiedlich. Das können schwierige Familienverhältnisse genauso wie Missbrauch oder Gewalttaten sein. Mit dem vertraulichen Gebären sollen sie eine sichere Anlaufstelle bekommen und nicht mehr müssen im Versteck ihres Kind zur Welt bringen. Der konkrete Ablauf könnte dann so aussehen. Also sie kommen als Frau, sie geben ihre Angaben der Hebamme wirklich, sie geben ihren Namen an. Und dann wird aber die Geburtsmeldung wirklich in einem verschlossenen Kuvert mit dem Vermerk vertrauliche Geburt weitergeleitet. Das heisst, man tut mit der Frau abmachen, will sie wirklich Rechnungen über Krankenkassen bezahlen. Oder müssen wir für sie auch eine andere Lösung finden für die Finanzierung. Damit auch die Krankenkassen nicht wissen, dass sie geboren hat, dass es dort keine Meldungen gibt. Im Spital bekommen das Kind und die Mutter einen fiktiven Namen. Wenn das Kind volljährig ist, kann es dann selber entscheiden, ob es die Identität von seiner lieblichen Mutter möchte wissen. Die vertraulichen Geburten sind bis jetzt in den beiden Basel nur im Bethesda-Spital und im Kantonsspital Basel-Land zu Liestal möglich. Und wir kommen zum Sport. Isabel, es gibt einen neuen Guinness-Buch-Eintrag und sogar aus unserer Region. Genau, Tamara. Und von wem könnte der auch anders sein als vom Roger Federer? Der Sport wird präsentiert von Ortho Notfall. Bei Verletzungen und Schmerzen täglich vom 8. Uhr morgen bis zu oben am 10. Uhr in der Merion Iselin Klinik. Er ist wieder zurück auf dem Tennisthron. Der Roger Federer hat mit seinem Sieg gestern als ältester Tennisspieler wieder die Nummer 1 der Welt übernommen. Wer erwartet hat, dass der Roger Federer im gemütlichen Schaulauf die Nummer 1 der Welt zurückbekommt, merkt schon in den ersten Minuten des Matches, dass es ein hartes Stück Arbeit wird für den Basel-Bieter. Umso grösser der Schock bei den Fans und Zuschauern in der Halle, wo der Holländer an seinem Heimturnier in Rotterdam aus dem Nichts sogar noch den ersten Satz gewinnt. Kein Anlass zur Panik, sagt der Schweizer und legt in den folgenden beiden Sätzen einen höheren Gang ein. Ein Gang, wo der Robin Hase nicht mehr mit dem Federer mithalten kann. Am Ende, hart arbeitet, aber völlig verdient, findet sich der Roger Federer an der Spitze der Tennis-Weltrangliste wieder. Natürlich Rekord. Er ist die älteste Nummer 1 vor Andre Agassi, die es im Tennis je gab. Heute Abend spielt Roger Federer dann als Nummer 1 im Halbfinale von Rotterdam gegen den Italiener Andrea Seppi. Das Spiel können Sie ab der 19:30 bei uns auf telebasel.ch oder in unserer App im Live-Ticker mitverfolgen.
Wenn das Basel in der Joggeli-Halle Norwegen gegen Brasilien oder China gegen Venezuela antritt, dann geht es für einmal weder um Tennis noch ums Reiten, sondern ums Fechten. Schon zum 36. Mal findet das Wochenende das Junioren-Weltcup-Turnier vom Tagenfechten statt. Die Elite der jungen Fechter trifft dort in Basel aufeinander. Zwischen 16 und 20 Jahren alt sind die jungen Herren, die heute im Einzel- und dann morgen im Teamwettkampf gegeneinander fechten. Das Ziel ist natürlich der Turniersieg, denn der ist ein Versprechen für die Zukunft. Zum grösseren Teil von denen, die effektiv das Turnier gewinnen, kann man sagen, die haben sehr gute Chancen, dass sie irgendwann mal in Olympia ganz weit führen können. Andere haben mehr Mühe. Der Sprung von den Junioren zu den Erwachsenen sei nämlich nicht einfach. Fechter wie Max Heinzer und Benjamin Steffen aus Basel sind zwei von wenigen, die es wirklich weit bringen. Für die jungen Fechter also Ansporn genug, sich so richtig ins Zeug zu legen und sich dort in Basel auch mit der internationalen Konkurrenz auszutauschen. Ja, da redet man sicher auch miteinander. Also wenn man gerade auf der gleichen Planche oder so ist und dann gleichzeitig wartet, dann tauscht man sich aus, sei es ums Fechten oder auch andere Sachen, die gerade so... Ja. Aktuell sind. Über 100 Teilnehmer aus über 20 Nationen machen jeweils am Weltcup-Turnier dort in Basel mit. Das zeigt eins: Die Schweiz ist eine Fechtnation. Heute ist in Südkorea wieder die Baselbieter Girlerin Manuela Segrist im Einsatz gesehen. Ihr Team um das Gips Silvana Tirinzoni hat aber gegen Schweden eine Niederlage kassiert. Und die ist sehr bitter. In der Halbzeit haben die Schweizerinnen nämlich mit 4:2 geführt und haben sich dann in der zweiten Spielhälfte 6 Steine von der Schwedinnen stehlen lassen. Es ist für Manuela Segrist und ihr Team die dritte Niederlage im vierten Spiel gesehen. Dafür haben die Schweizer Slopestylerinnen auf den Ski 2 Medaillen geholt. Sarah Höflin und Mathilde Grömer gewinnen die Gold- respektive Silbermedaille. Alles Weitere zu den Olympischen Spielen finden Sie in unserem Olympia-Channel. Und der Sportfan kommt heute oben voll auf seine Kosten. Nicht nur Wintersport, Fechten und Tennis läuft, sondern auch Fußball. Heute oben empfängt der FCB den Heider FC St. Gallen. Falls Sie bei diesem Regenwetter lieber nicht ins Stadion gehen, können Sie das Spiel auf telebasel.ch oder in unserer App im Live-Ticker verfolgen. Ja, nicht mehr lang, dann geht's los mit der Basler Fasnacht. Bei vielen steigt das Fasnachtsfieber und die Nervosität von Stunde zu Stunde an. Zur Einstimmung auf die drei schönsten Tage zeigen wir Ihnen heute nochmal den grossen Telebasel Vor-Fasnachts-Querschnitt mit allen Highlights aus den verschiedenen Veranstaltungen. Am 7:45 geht's los mit 90 Minuten Vor-Fasnacht. Ich wünsche Ihnen ganz gute Unterhaltung. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom TCS mit seiner neuen Kontaktstelle im Bieder und Donner zu Basel. tcsbasel.ch. Langsam fängt es an zu kribbeln. Die Vorfreude steigt und wir sind gespannt auf das Fasnachtswetter. Und tatsächlich, ab morgen schaltet der Petrus auf Fasnachtswetter. Die Laternen einpfeifen und die Kienbärsen können sie unter trockenem, aber bewölktem Himmel geniessen. Auch am Morgenstreich ist es trocken. Es wird -1 bis -2 Grad. Das heisst also, die Thermowäsche anlegen. Der Tag durch zeigt sich dann sogar ab und zu die Sonne. Der Kinderfasnachtsdienstag fährt mit leichtem Schnee an. Dann gibt es einen freundlichen und trockenen Nachmittag. Und auch oben. Der Garten ist am Mittwoch, kann man dann so richtig geniessen. Nur wenige Wolken stören die Sonnenstrahlen und es bleibt auch angenehm warm, relativ warm. Wir erwarten 4 Grad zu Basel. Ja, mit diesen Aussichten können wir vorerst zufrieden sein, würde ich meinen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit dem weiteren Programm auf Telebasel. Das Wetter ist Ihnen präsentiert worden vom TCS mit seiner neuen Kontaktstelle in Bieder und Donner zu Basel. tcsbasel.ch